Ja, hallo, freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, liebe Frau Dr. Michaela Dahne. Wir haben dich ja schon bewundern dürfen in dem Film Auf den Spuren der Heilung, wo du als Expertin für die Paracelsus-Medizin uns sehr viel erzählen konntest. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du uns ein bisschen was sagen kannst, wie wir aktuell gerade unser Immunsystem stärken können, was die Paracelsus-Medizin gerade für die aktuelle Zeit an Ratschlägen parat hat. Ja, hallo, guten Morgen, Renate. Das freut mich, dass wir uns jetzt auf die Weise wiedersehen. Ja, wir haben jetzt eigentlich eine ganz große Chance zu zeigen, dass die Naturmedizin und gerade die Paracelsus-Medizin uns viel mehr Werkzeuge in die Hand geben kann, als es die offizielle Schulmedizin kann. Weil die kennt außer Sterilliumlösungen, Masken, Handschuhe und im Ernstfall dann Cortison eigentlich gar keine Behandlungsmethoden. Und was ich immer so vermisse bei der offiziellen Berichterstattung, sind die vielen Maßnahmen, die wir selber für uns tun können. Und da denke ich, das ist dann vielleicht auch schön, wenn wir da mal drüber nachdenken. Wir haben viele Werkzeuge. Die Paracelsus, der ja nun ein Universalgenie war, der hat also auch viele, viele Sachen gemacht. Und zu seinen Zeiten gab es eben auch Epidemien und viel schwerere Krankheiten als heute, so eine doch relativ harmlose Grippe, wenn man es vergleicht mit der Pest zum Beispiel. Und dort war natürlich das Thema Hygiene auch sehr wichtig. Im Mittelalter war das ein großer Schwachpunkt. Was die Leute gemacht haben, die davon Ahnung hatten, die ja wussten, dass diese ständigen dreckigen Kleidungen, dass die Ratten, dass alle diese Dinge nicht gut waren für die Hygiene, die haben natürlich mit etwas gearbeitet, was wir heute zu wenig benutzen, nämlich den ätherischen Ölen der Heilpflanzen. Und das ist auch etwas, was ich heute allen ans Herz legen würde. Wer eine Praxis hat, wer ein Geschäft hat, und der muss dort ein Sterilliumbehälter hinstellen, ein Desinfektionsmittel. Denke bitte daran, dass künstliche Desinfektionsmittel ein Riesenproblem sind, weil sie die Haut austrocknen und weil sie künstliche Aromen in unser System bringen, was dann die Nasenschleim heute und die Rezeptoren abtötet. Was wir aber machen können, und das ist etwas, was einfach jeder, der mal darüber nachdenkt, sofort wieder einfällt, ist, wenn wir mit ätherischen Ölen von Pflanzen arbeiten, dann sind die keimtötend. Da möchte ich einmal nennen den Thymian, den Salbei, Melisse, dann Beifuß. Wir haben so viele, auch die Minzarten alle. Wir können eine Mischung aus Heilkräutern aus unserem Garten nehmen und dieselben verräuchern. Jedes Zimmer damit ausräuchern. Wir können die als ätherische Öle in eine Alkohollösung, in ein Alkohol-Wasser-Gemisch hineinbringen und damit unsere Hände besprühen. Dann sind die auch desinfiziert, auch die Oberflächen. Aber wir haben dann nicht gleich unsere Nasenschleimhäute angegriffen. Das ist genau das Gegenteil. Wir tun etwas für die Nasenschleimhäute und für die Konzentration und unterdrücken nicht wieder irgendetwas. Das sind so ganz einfache Maßnahmen. Eine Zwischenfrage, das heißt ätherische Öle, wenn ich jetzt zu Hause eine Duftlampe habe und ich gebe da Ja. jetzt zum Beispiel Salbei oder Minzöl hinein, dann ist das Ja. auch gut für die Raumhygiene, sag ich mal. Wenn du das jetzt in so ein Sprühgerät reintust, dann kannst du damit deine Hände einsprühen. Dann sind Keine. die. Aber Das wäre. auch in der Luft ist es gut, oder? Wenn ich also Der jetzt. Luft ist es auch gut, weil es in die Art, weil du das einatmest und die Atemwege frei hält. Und wenn da jetzt keimtötende Pflanzen drin sind, wie Lavendel und Thymian, Ja. dann wissen wir schon, okay, normalerweise tötet das Viren, Bakterien, Pilze, alles. Das war auch früher in den Pestmasken drin. Das heißt, die Aromatherapie kann eine ganz bedeutende Rolle in der Prävention und in der tatsächlichen Infektionsbekämpfung spielen. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet. Gibt's denn da auch offizielle Studien? Ist dir da was bekannt zu diesen Aromaölen? Es Weil man ja gab so. eine Studie aus Frankreich, die gesagt hat, wir können doch unser Immunsystem wieder mit Naturmitteln schützen. Und die ist sehr schnell wieder aus dem Netz verschwunden. Aha. Ich habe sie jetzt nicht da, aber ich habe diese Studie, wir haben die damals sofort runtergeladen, als sie kam. Aber das ist so traurig. Alles, was mit Natur zu tun hat, ist ganz kurz da und verschwindet dann wieder. Dann gab es die Sache in der Schweiz, da ist plötzlich, hat endlich mal jemand eine Arbeit über Echinazin reingestellt. Dann waren in den Apotheken blitzschnell das Echinazin ausverkauft und dann verschwand dieser Hype wieder. Also das sind immer so kleine Wellen. Was bei Paracelsus bedeutend ist und was die Sache besser macht, ist dass ja die Signaturenlehre noch hinzukommt. Das heißt, nicht das Gleiche ist für alle gut. Wenn wir unser Immunsystem aufrüsten wollen, dann ist es sinnvoll zu wissen, was ist für wen gut. Zum Beispiel Honig, Propolis, ist ein Sonnenmittel. Für die
vom Biotyp 7, also für die Saturngeborenen, ist das gar nicht so toll. Die brauchen eher etwas, was in die Saturngruppe gehört. Das wäre zum Beispiel Efeu. Efeu ist auch ein Mittel, gerade weil es ein Saturnmittel ist, für die Geriatrie. Das heißt, die alten Herrschaften sind mit Efeu sehr gut und auch mit Holunder, die jüngeren eher nicht. Also dann haben wir Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Efeu und Holunder in welcher Form? Ja, du kannst das als Saft zu dir nehmen, du kannst es spagierisch nehmen. Also ich finde gerade die spagierischen Tropfen eine wunderbare Präsentation, wie die, da gibt es ja viele, die so etwas herstellen und da braucht man wenige Tropfen und das Immunsystem wird hochgefahren. Aber andere Frage jetzt, wenn ich jetzt einen Holunderblütensirup zu Hause habe und ich trinke da jeden Tag ein bisschen was, hat das dann, ich meine sicher, da ist Zucker drinnen, aber hat das auch eine positive Heilkraft dann? Ja, selbstverständlich. Das Samunigrin bleibt ja drin. Also das ist ja, die Wirkstoffe sind dort drin. Mhm. Und es gibt ja, wenn wir denken, dass wir 7 Menschentypen haben, dann brauchen wir auch 7 verschiedene Pflanzen. Mhm. Und das ist schon mal das Erste. Es gibt also viele Pflanzen, die das Immunsystem rauf oder runter regeln. Und da muss man eben auch aufpassen. Wir haben Biotypen, die haben eher ein sehr hochgefahrenes Immunsystem, wie zum Beispiel die Sonnen- und die Merkurmenschen. Das heißt, die reagieren über. Und dann haben wir welche, deren Immunsystem zu langsam ist, wie zum Beispiel bei den Venusmenschen, die brauchen ganz andere Mittel. Also ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis von Paracelsus die, nicht alle Menschen sind gleich, nicht alle brauchen das Gleiche. Und was für den Nachbarn gut ist, ist noch lange nicht meins. Deswegen wir da spezifisch herangehen müssen. Das heißt also, der erste Schritt wäre mal herauszufinden, welche Signatur ist, gehöre ich an sozusagen, welche dieser Signaturen bin ich. Wie finde ich das heraus, wenn ich glaube, man kann dir eine E-Mail schreiben oder man kann das bei dir sozusagen errechnen lassen, wenn ich das richtig mache. Ja, ich kann es berechnen für die Leute, die es nicht selber können. Okay. Ansonsten bilde ich ja sehr viele Leute aus, die das lernen. Das sind jetzt inzwischen, habe ich im Laufe der letzten 6 Jahre, würde ich sagen, an die 1500 Leute ausgebildet, die das inzwischen können. Und das frisst sich natürlich durch. Es ist ja relativ einfach, so eine Astronomie-Software vom Redshift-Programm zum Beispiel runterzuladen. Und die sind auch immer ausgefeilter, immer besser geworden. Ich arbeite mit den Programmierern zusammen. Und man kann das relativ schnell feststellen, wenn man sein Geburtsdatum einstellt und einfach guckt, wie war in Echtzeit der Sternenhimmel. Es hat nichts zu tun, ganz vorsichtig immer an alle, es ist keine astrologische Sache, es ist eine astronomisch-physikalische, wissenschaftliche Sache. Also es geht um Echtzeit, es geht nicht um ein Radix oder so etwas. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass damit das klar ist. Es geht darum, wie sah es aus, wie sah der Himmel aus, als man auf die Welt kam. Du hast es jetzt ja schon erklärt, nicht alles ist für jeden gleich gut. Gibt es denn etwas, jetzt abgesehen von den ätherischen Ölen, die du genannt hast, was jeder tut, was jetzt für alle passen würde? Es gibt ja, wenn ich mich recht erinnere, diese Arcanas, diese Stärkungsmittel, die für alle. Ja, du hast dich sehr gut gehört, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Die Arcanas sind die Universalheilmittel, das ist sehr richtig. Und da gibt es etwas ganz Wundervolles, was schon im Mittelalter der Triumphwagen genannt wurde, das ist das Antimon. Antimonium stützt das Immunsystem und regelt es ein. Also was zu hoch überschießend ist, wird runtergeregelt, was zu niedrig ist, wird angeregt. Das ist das Antimonium spagierisch. Ich muss immer zwischenfragen für den Laien sozusagen, weil ich bin ja selber eigentlich auch Laie, sehr interessiert da halt. Das Antimonium in homöopathischer Form oder in welcher Form? Du kannst es im Prinzip nur in 2 Präsentationen bekommen. Du kannst es spagierisch bekommen. Ja. Dann zum Beispiel hat das, in der Schweiz gibt es von Aurora, in Österreich gibt es das von Köhle, soweit ich weiß. Und es gibt ein Antimon-Elixier als Solunat, da heißt es Acinat. Von Soluna. Also es gibt diese paar Präsentationen und dann gibt es natürlich homöopathisches Antimonium Crundum und da ist jetzt in der Zeit, wenn das Immunsystem akut gefährdet ist, die C200 mehrfach am Tag dran. Antimonium C200. Ja, genau. Und sonst kann man es in der C30 vielleicht einmal in der Woche nehmen. Am Venustag, das wäre Freitag, denn es ist ein Mittel mit Venus-Signatur. Dann würde man es nur einmal die Woche nehmen. Das kann man vorbeugend tun. Einmal die Woche am Freitag, das ist schon mal ein toller Tipp. Wunderbar. Gut. Gibt es noch ein Mittel, das für alle jetzt aktuell gerade
gut wäre und unterstützen könnte. Ja, also unter den, also sagen wir mal so, fürs Immunsystem ganz speziell ist das ist vielleicht das wichtigste Mittel an sich. Dann hat Paracelsus noch etwas ganz Nettes gesagt, das möchte ich hier auch mal erwähnen. Er hat gesagt, Infektionskrankheiten sind Zornkrankheiten, die hier mit dem Thema Maß und Wut zusammenhängen. Und das, dem begegnen wir mit Venus, mit der Liebe. Und da hat er ein Saphir-Elixier draus gemacht. Das heißt, er hat Saphire genommen und Kristallwasser damit hergestellt. Aha, okay. Und das ist gleichzeitig auch antidepressiv. Und das ist ein Faktor, der im Moment sehr, sehr wichtig ist. Weil die Leute, gerade wenn sie jetzt eingesperrt sind oder wenn sie in diesen Altenheimen sind oder wenn sie plötzlich Lockdown haben oder wie wir in Spanien das ja monatelang hatten, wirklich nur einmal in der Woche auf die Straße zum Einkaufen zu dürfen. Ja. Ich glaube, da ist, wir hatten noch nie so viele deprimierte Menschen, so viel Suizidgefahr wie in dieser Zeit jetzt. Dann die Leute, die ihre Existenz verlieren, die vielen, vielen Geschäfte, die schließen. Ich möchte mal wissen, wem das nicht an die Nieren geht. Und wer ein bisschen fühlig ist, fühlt auch den Kummer der anderen mit. Ja. Und darum ist eigentlich, wäre das Saphir-Elixier jetzt das, was jeder braucht. Also jetzt noch die Frage, wie kann ich mir so ein Saphir, Wasser oder Elixier, kann man das selber machen oder wo kriegt man ja, das? Das kann man eigentlich ganz gut, indem man einfach die Kristalle nimmt. Also es können ungeschliffene sein, es können getrommelte sein, das müssen jetzt nicht die ganz kostbaren, das würde sich keiner leisten können, ja. Wenn wir die nehmen und ins Wasser tun, dann müssen wir die noch aktivieren. Das ist ja so, wenn wir Kristallwasser selber herstellen, müssen wir auf einige Dinge achten. Wasser ist ein Speichermolekül. Im Prinzip das erste und universalste Speichermolekül, das es überhaupt gibt. Mhm. Und das speichert eben auch Emotionen. Das ist das Interessante. Das hat Masaru Emoto damals mit seinen Wasserkristallexperimenten zeigen können. Aber die Hildegard von Bingen, die wusste das schon lange. Und Paracelsus wusste es eben auch. Und das ist im Prinzip wie bei den Siliziumoxid auch, beim Siliziumdioxid in unseren Computern. Wir müssen die Festplatte formatieren. Wie machen wir das im Kristallwasser? Wir geben die Kristalle ins Wasser rein, möglichst gutes Wasser, vielleicht sogar Quellwasser, wenn wir es bekommen können. Und dann muss das ins Licht und das muss in Resonanz gehen mit dem Sternenlicht. Wenn wir die Venus-Energie haben wollen, müssen wir es rausstellen, wenn die Venus am Himmel steht. Also wenn der Himmel rosa ist, das ist meistens der Morgenstern oder der Abendstern. Das heißt, da muss man ein bisschen drauf gucken. Im Redshift-Programm steht oder kann man nachschauen, kann man die Venus verfolgen oder in einem Kosmos-Himmelsjahr kann man sehen, wann geht die Venus auf, dann stelle ich das raus. Also das heißt jetzt, wenn ich jetzt aber das nicht habe und ich habe jetzt einen Saphir, ich gebe den ins Wasser, wenn ich jetzt einfach bei Sonnenaufgang rausstelle. Ja, wenn der Himmel rosa ist, eine ganz allgemeine Regel, wenn der Himmel rosa ist. Und wie lange muss das da stehen? Naja, eine Stunde. Eine Stunde. Und dann kann ich das sozusagen über den Tag verteilt langsam trinken. Dann kann man es über den Tag verteilt trinken und man wird sehr schnell bemerken, das kann man übrigens auch, wenn man im Ersatzweise, wenn man keinen Saphir bekommen kann, kann man Rosenquarz nehmen, weil das auch diese Liebesenergie der Venus hat und es beruhigt ungemein. Es ist vielleicht das bestschmeckende Wasser, das ich kenne, ist tatsächlich das mit Rosenquarz. Der Rosenquarz verliert aber seine Energie, wenn wir ihn mit Bergkristall mischen oder mit Amethyst. Diese Mischung, die man so kauft, diese fertigen, die sind ganz schlecht. Das funktioniert nicht. Aha. Weil der Bergkristall, der gibt die Härte der Sonne, der wird mittags aktiviert. Der Amethyst gibt die magischen Eigenschaften, der wird im Mondschein aktiviert. Man kann die nicht gleichzeitig. Und dann klappt das mit der Formatierung der Festplatte nicht. Ja, wichtiges Detailwissen auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Ja, das heißt, wer immer gerne mit Kristallwasser arbeitet, denkt immer dran, die Signaturen zu trennen und die Zeit zum Aktivieren nehmen, zum Prägen, dass das Muster des Kristalls, das Kristallgitter sich überträgt auf das Muster des Wassers, geht nur, wenn einer drin ist. Mhm. Gibt es jetzt auch noch irgendetwas, jetzt haben wir, dass die Venus bringt so diese liebevolle Energie, aktiviert das? Gibt es irgendwas Konkretes zum Stressabbau, weil ja viele jetzt einfach gerade auch in Umständen sehr gestresst sind? Kann man da noch etwas Allgemeingültiges sagen? Da brauchen wir im Prinzip die Entspannungspflanzen. Und Entspannungspflanzen sind die, die den Neurotransmitter GABA, Gamma-Aminobuttersäure, fördern und die den Parasympathikus ansprechen. Da wäre zum Beispiel eine Pflanze Lavendel. Wenn ich so etwas auf einen Duftstein tropfe und mir auf den Nachttisch lege, dann kann das über Nacht ganz subversiv wirken, ohne dass ich das auch nur merke. Mhm.
Macht man nicht tagsüber, weil dann wird man nachher träge und kann nicht mehr arbeiten. Da braucht man mehr Konzentration. Da würde man die spirituellen merkurialen Kräuter wählen und die Duftsteine neben den Computer zum Arbeiten stellen. Das ist also immer eine Frage, was will ich erreichen? Und das kann ich also ganz spezifisch, indem ich mir entspannende Pflanzen nehme. Die kommen nachts auf den Duftstein und die aufbauenden, aktivierenden, die kommen tags und dann rechts und links neben den Computer oder so etwas. Also da, wo man arbeitet. Ja, das sind schon eine ganze Menge praktischer, hilfreicher Tipps. Werde ich auch gleich ausprobieren. Was auch noch ganz wichtig ist für alle, wir wissen, dass in den Wurzeldrüsen der Vögel etwas ist, was das Immunsystem maximal stärkt. Deswegen hat ja in Frankreich das Mittel Oscillococcinum, das ist ja aus der Entenwurzeldrüse und aus der Entenleber gemacht. Warum? Da hat das so einen wahnsinnigen Erfolg. Wir kennen das in Deutschland unter einer anderen Prämisse, nämlich die berühmte Hühnersuppe, wenn Leute krank waren und gestärkt werden müssen. Das stärkt immer das Immunsystem. Hühnersuppe. Also unsere echte, einfache Hühnersuppe. Genau, ja. Oh, wunderbar. Sehr schön. Ja, wer sich in das Thema noch mehr vertiefen möchte, der kann bei dir ja auch Seminare buchen. Aktuell glaube ich nicht so sehr Realpräsenz, sondern auch online bietest du ja einiges an. Was kann man denn da alles machen bei dir? Ja, also ich habe durch Corona jetzt vieles auf online umstellen müssen, blieb ja nicht anders übrig. Und Miguel und ich geben gemeinsam unsere alternative Krebsbehandlung, die Banerjee-Protokolle, geben wir online. Und ich mache eine ganze Serie für die Leute, die sich für Natur interessieren, über Heilpflanzen, über Bäume, über Spagyrik, über Heilpilze. Pilze sind auch etwas, was das Immunsystem ungeheuer stärkt. Die sind jetzt sehr gefragt. Aber auch da gilt dasselbe wieder. Man muss wissen, welcher für wen der richtige ist. Also da ist es schon sehr wichtig, den richtigen. Also ist auch nicht Reishi für alle. Also darum habe ich darüber auch einen Online-Kurs. Und über Ernährung mache ich auch einen, weil das eine große Rolle spielt, mit was wir uns ernähren und wie viel Stärke wir daraus beziehen können, wie viel Energie bekommen wir und bei welcher Krankheit müssen Sachen besonders beachtet werden, geraten sie in Mangel und müssen kompensiert werden. Ihr findet das alles. Es gibt eine Webseite dafür, die heißt, ich kann sie vielleicht zum Schluss mal einspielen, vielleicht das eine Bild zeigen, da sind sie alle gerne drauf. Gerne. Und wir haben auch immer so kleine YouTubes gemacht. Das ist alles gekommen durch die Corona-Sache, wie wir nicht weg konnten. Da habe ich dann einen Kameramann in unserer Nähe beauftragt, mal mit mir durch meinen Heilpflanzengarten zu gehen. Und ich habe mich dann darum gekümmert, zu erklären, was welcher Baum tut, wie man Signaturen erkennt und solche Dinge. Auch wie die Signaturen bei Menschen wirken, wie wir die in den Reaktionen erkennen können. Also im Prinzip eine Situation, wie reagieren die 7 Menschen darauf? Einmal für Männer, einmal für Frauen. Das sind so kleine YouTubes, die so immer so in 5 Minuten erklären, was es in der Paracelsus-Medizin alles zu entdecken gibt. Dieser YouTube-Kanal hat einen Namen, der heißt Nondum Scientia. Und das war uns ganz wichtig. Das ist der alte Aristoteles-Spruch. Der Ursprungsspruch war nämlich, Medicinam ars est Nondum Scientia. Medizin ist eine Kunst, mehr als Wissenschaft. Und dieses mehr als Wissenschaft ist der Name unseres YouTube-Kanals. Darum. Alles klar. Liebe Michaela, ich danke dir mal ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin, uns allen alles Gute, vor allem Gesundheit und schöne Grüße zu dir. Auf Wiedersehen. Baba. Tschüss, Renate.